Weiter geht's mit Final Fantasy 3. Ich bin wieder aus dem Dorf rausgegangen und musste bis hierhin jetzt nochmal spielen. Ich wage es nicht, mich nochmal in diese Höhle zu trauen. Und hier haben wir auch wieder neue Gestalten, aber wir sind gut ausgerüstet. Mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Ich nehme mal an, die Gegner werden natürlich jetzt auch stärker. Und nicht nur wir. Aber da wir schon zu zweit sind, läuft das, glaube ich, ganz gut. Und hier draußen ist halt auch immer nochmal was anderes als in dieser Höhle. Es war schon eine sehr heftige Höhle für den Anfang, fand ich. 26 Gil, 12 Erfahrungspunkte und eine Portion erhalten. Das ist wunderbar. Oh. Sids Luftschiff. Ach, wieso sind wir denn hier auf einmal drinne? Krass. Okay, gut. Warum nicht? Screenshot nebenbei gemacht. Wer ist das? Ich glaube, das ist das Mädchen aus dem Intro. Ah, wer seid ihr denn? Was macht ihr hier? Dasselbe könnten wir dich fragen. Das ist Sids Luftschiff. Sie wuchs in Kasus bei dem Mithril-Schmied Taka auf, doch die strenge Ausbildung hat sie wieder einmal von zu Hause weglaufen lassen. Ihr Name ist Refia. Jetzt wissen wir mal, wer das ist. Ich bin Refia und damit ihr es wisst, mein Vater und ich haben die Teile dieses Schiffs in Kasus geschmiedet. Also bist du die Tochter des Schmieds? Dann hilf uns, einen Mithril-Ring zu schmieden. Ja, denn das ist der einzige Weg, den Fluch, der auf Kasus liegt, aufzuheben. Ich kann nicht. Ich kann keine Mithril-Ringe schmieden. Das habe ich nicht gelernt. Oder nicht lernen wollen. Na super, Sid wird über diese Neuigkeit nicht gerade begeistert sein. Moment, ich weiß aber, wo wir einen Ring finden können. Mein Vater hat vor langer Zeit einen Mithril-Ring für König Sasune geschmiedet. Er sollte noch in seinem Besitz sein. Lasst mich mitkommen. Ich kann zwar keine Mithril-Ringe schmieden, aber ich möchte Papa und den Bewohnern von Kasus helfen. Das hätte sie sich doch mal selber denken können. Also ich meine, sie ist doch die Tochter und die sind die ganze Zeit verwandelt und sie hängt hier rum und naja. Sie sollte wirklich mit uns kommen, Lunes. Du hast recht, wenn das Mädel nicht schmieden kann, kann sie vielleicht kochen. Haha, sehr lustig. Refia hat sich der Gruppe angeschlossen. Ja, und da tut sich auch schon unsere Heldengruppe hier langsam zusammen. Finde ich sehr cool. Wie sieht's denn aus? Was ist denn sie für ein Mädel? Was hat sie denn so? Messer? Ja, sie hat bisher gar keine Waffe. Ich habe keine Ahnung, mit was das Mädel am liebsten kämpft. Da müssen wir dann nochmal für sie was kaufen. Jetzt wird es langsam schwierig für mich zu entscheiden, wie sie kämpft. Ist sie eher so der Schwerttyp oder... Alle Mann an Bord! Gut, dann wo geht's jetzt hin? Toll! Aber ja, okay. Können wir mal eben das ganze Land hier überfliegen. Wo sollen wir jetzt hin? Hier hin? Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Schloss Sasune. Während meiner Abwesenheit wurde ein furchtbarer Fluch über die Bewohner von Schloss Sasune gelegt. Man sagt, dass sie nur die Kraft eines Mithril-Rings retten könne, aber Kasus hat das gleiche Schicksal wie Sasune ereilt. Ich muss etwas unternehmen, aber wo finde ich nur einen Mithril-Ring? Ich bin die Tochter des Schmieds aus Kasus. Der König muss meinen Vaters Ring noch haben. Wir möchten uns den Mithril-Ring eures Königs leihen, um Kasus zu retten. Lasst ihr uns durch? Eine Audienz mit dem König. Ja, das kann ich organisieren. Kommt, ich werde im Thronsaal auf euch warten. Wunderbar. Wir gehen jetzt einfach geradeaus, oder? Sind auch alle verwandelt. Gibt es eine Möglichkeit, den Fluch des Djinns aufzuheben? Ich mache mir Sorgen um den König und Prinzessin Sarah, aber in meinem jetzigen Zustand kann ich nicht viel unternehmen. Wir sitzen aber ganz schön in der Patsche. Was wird nur aus diesem Königreich werden? Ich weiß es doch nicht. So, hier könnten wir uns ausruhen. Wenn ich kein Geist wäre, würde ich den Djinn selbst besiegen. Jawohl, schnaub. Wir könnten uns ja mal hinlegen. Wir übernachten einmal hier. Dann sind unsere Lebenspunkte und alles wieder hergestellt. Schlaft gut, meine kleinen Helden. Oh, ich habe geschlafen wie ein Stein. EP und MP wiederhergestellt. Prima.
So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Kann ich eigentlich zwischenzeitlich auch mal wieder speichern? Nee, hier drin leider nicht. Ist üblicherweise so, aber ich wollte es mal ausprobiert haben. Man kann das halt nur draußen oder an Speicherpunkten. Die versiegelte Höhle wird von Untoten bewacht. Ihr solltet wissen, dass ihnen Vita Schaden zufügt. Aha. Das Schwert, ach so, weil man die ja wiederbeleben kann, ich dussel. Das Schwert, Schlechter, der Fluch der Untoten, wird im obersten Stockwerk des Westturms aufbewahrt. Der Fluch des Djinns hat uns alle getroffen, auch mich. Euer Majestät, diese Jünglinge und Dame begehren euren Mithril-Ring, um den Fluch, der auf uns und Kasus lastet, aufzuheben. Der Mithril-Ring. Ihr möchtet seine Kraft benutzen, um den Djinn wieder zu bannen? Dann will ich ihn euch gewähren. Doch meine Tochter trägt den Ring und sie ward verschollen, als sich der Fluch über uns legte. Na toll. Wenn die Prinzessin den Ring bei sich trägt, dann hat sie vielleicht der Djinn entführt. Wenn er Sara wirklich in seine Höhle im Norden verschleppte, dann bange ich um ihr Leben. Keine Sorge, Majestät, wir bringen sie zurück. Euer Majestät, mit Verlaub, ich möchte mit den tapferen Kriegern in die versiegelte Höhle ziehen und Prinzessin Sara befreien. Was für ein Held. Ein treuer Soldat aus den Streitkräften von König Sasune, der nur knapp dem Fluch des Djinns entkommen konnte. Sein wichtigstes Anliegen ist es, die verschollene Prinzessin Sara zu finden. Sein Name ist Ingus. Dies sei dir gestattet, Ingus, wenn niemand Einwand erhebt, natürlich. Natürlich nicht. Sein Schwert ist zweimal so viel wert wie dieser zwei hier. Hey, das ist nicht fair, aber ein Ritter seiner Majestät würde uns wirklich helfen. Ingus hat sich der Gruppe, wie auch immer, angeschlossen. In der versiegelten Höhle befindet sich ein Geheimgang. Sucht nach dem Skelettschlüssel. Ich verlasse mich auf dich und deine Freunde, Ingus. Banne den Djinn und rette uns. Jawohl, Euer Majestät. So, wir haben hier den Ingus jetzt bei uns, der im Moment nur ein Messer hat. Wieso hat er denn nur ein Messer? Jetzt muss ich extra wieder ein Schwert kaufen gehen für den Seppel hier, oder was? Ich dachte, das hat er wenigstens schon mal bei sich. Oh Mann. Und für Refia brauchen wir auch noch was. Ja, das ist nicht so einfach hier für mich mit den Waffen gerade. Ich muss irgendwie entscheiden, auf wen ich die Leute spezialisiere. Da ich die überhaupt nicht kenne, frage ich mich immer, was so zu wem passen könnte. Und da ist eine Schatztruhe, da würde ich auch noch mal gerne hin. Hier komme ich aber nicht lang. Da haben wir geschlafen. Ja, die sabbeln hier alle mit uns. Geh mal nach links. Diesen Turm? Sasune Westturm. Oh, hier werden wir sogar angegriffen. Na toll. Und die anderen haben doch noch gar keine Waffen. Einfach immer drauf. Ja. Hat ja so toll geklappt hier mit dem Vieh. Wir teilen die Gruppe mal auf. Die einen hauen weiter auf das pinke Ding ein, die anderen nehmen sich mal die komische Blume vor. Shit. Na toll. Und wir werden blind gezaubert, und zwar alle. Okay, zwei sind vorbei. Können die mal sterben, die Viecher? Na endlich. Ich kämpfe auch blind gut. Nun komm, stirb. Na endlich. Achtunddreißig geht erhalten, 41 Erfahrungspunkte erhalten. Stufe von Lunas ist gestiegen. Berufsstufe von Lunas ist gestiegen. Berufsstufe von Ark ist gestiegen. Und wie die hüpfen, die freut sich dann sogar. Das ist ja witzig. Vizi. Hallo, könnt ihr mal aufhören, uns hier anzugreifen? Das ist ein bisschen blöd. Und die sind immer noch blind.
Ich habe aber gar keine Lust, meine Tränke hier gerade zu benutzen, wenn ich, ich sollte vielleicht mal arg heilen, merke ich gerade. Und zwar ihn hier. Einer ist schon mal weg, hat aber ganz schön lange gedauert, muss ich sagen. Also schnell geht's jetzt nicht gerade. Vorbei. Ja, nun greift das Vieh schon an und macht es endlich platt. Wir wollen ja hier nicht ewig hängen. Na, endlich. Warum hat denn der Typ jetzt kein Schwert? Wir haben doch hier gar keine Läden, wo wir einkaufen gehen können. Ja, und ihr freut euch alle, eure Stufen sind gestiegen. Ihr braucht Waffen, Leute. Oh. Nein, gegen die schaffe ich das bestimmt nicht. Das sind Zombies. Hm, mal gucken, wie das jetzt aussieht. 4 gerade mal abgezogen. Oh, das ist gut. Aber vielleicht kriege ich die doch hin. Aber 16 zieht er ab, das ist übel. 19, mein lieber Schwan. Jetzt stirb doch endlich, du Zombie. Na, endlich. So, ich muss Lunes heilen. Mit Portionen. Und die sollen weiter draufhauen. Weil ich kann die Leute auch bis jetzt nicht wiederbeleben und von daher darf ich eigentlich immer nicht sterben. Und die ziehen schon ganz schön viel ab. Nein, ich benutze ja ein Antidot. Nein, ich wollte den noch... Oh, jetzt habe ich das Falsche gewählt aus Versehen. Ja, das macht die Hektik. Das heißt Hektik, eigentlich ist es gerade ganz entspannt, aber ja, toll, tot. Super, weil ich mich verguckt habe wahrscheinlich. Ja, jetzt musst du auf jeden Fall sterben. Sieh mal zu hier, du Vieh. Ja, und er ist auch noch vorbei. Ja, toll, mit 4. Aber wir haben es noch knapp geschafft. Was mache ich jetzt mit ihm? Wir können ihn doch nicht wiederbeleben. Ja, freut euch alle. Oh Mann, oh, was mache ich denn jetzt? Stellt LP wieder her. Ja, aber doch nicht von jemandem, der tot ist, oder? Ich meine... Geht das? Nee, geht nicht. Ja, was mache ich denn dann? Keine Ahnung. Ich gebe das mal Refia. Geht's ihr wieder wenigstens gut? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen kann. Oh. Vielleicht finde ich hier was. Holzpfeil. Heiliger Pfeil. Ich will mich eigentlich hier ungern so durchschlagen, wenn die anderen noch nicht... Ich laufe zurück. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Weil, genau, diese Wege zurück, es kommen noch so viele Kämpfe und wir sind jetzt schon wieder mehr... in Schwächeposition, weil wir halt einen verloren haben, den ich nicht wiederbeleben kann. Und das finde ich total doof. Ja, jetzt treffen wir nie. Das ist total doof.
Das finde ich ein bisschen blöd. Ich meine, wenn man so schnell sterben kann, weil wir ja noch sehr schwach sind und wir haben ja noch nicht mal alle Waffen, dann finde ich, muss es auch was geben wie Phönixfedern, dass man die Leute wiederbeleben kann. Also das ist ja sonst... Jetzt muss ich erstmal den ganzen Weg wieder zurücklaufen, damit wir überhaupt wieder Ark wiederbeleben können. Und ich weiß nicht mal wie. Das ist das Problem. So, ich laufe schnell zurück. Schnell raus. Schnell weg. In der Hoffnung, dass hier nichts gerade kommt. Ja, wir schaffen das sogar. Sehr gut. Ich komme sofort hier ja zurück, aber erstmal müssen wir ihn wiederbeleben. Und ich weiß halt leider nicht, wie... Ich weiß nicht wie, außer dass wir vielleicht hier mal landen eben und in dieses komische Wasserding gehen. In der Hoffnung, dass die dann alle wieder leben. War das hier dieses Haus? Nee, das meine ich nicht. Dieses Quellwassergebäude. Nee. Aber hier können wir dann auch gleich neue Waffen kaufen. Nee. Wo war denn das? War das hier oben? War das hier? Mm-mm. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Gott sei Dank kann man ja mit diesem Luftschiff... Ja. Warum denn? Hier ist doch nichts los. Ja, ihr seid ganz klasse. Laufen wir weiter. Wo war das denn? Hier war das Inn. Ja, und hier auch nicht. Das... Oder geht das hier auch? Überall, wo Wasser ist? Ach, das geht überall, wo Wasser ist. Ja, das ist ja super. Jetzt ist das wieder hergestellt. Er ist aber... Guck mal, der ist immer noch tot. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich muss in einem Item-Shop eigentlich mal eine Phönixfeder finden. Das wäre nicht schlecht. Aber die gibt's doch da gar nicht. Es gibt Portionen, Augentropfen, Antidot. Vielleicht bei den Magier-Typen. Kompliziert. Vor allem, wenn ich jetzt hier auch noch... voll falsch lauf. Hm. Bei ihm hier? Hebt Gift auf. Ja. Kann mir mal jemand sagen, was ich mache, wenn jemand gestorben ist? Ich brauche eine Phönixfeder und die gibt's hier nirgendwo. Ist doch voll blöd. Hä? Ja, okay. Ich kaufe mal eben ein Schwert hier für den Typen. Und sie... Soll sie einen Stab bekommen? Ist sie eine Zauberin? Oder ich weiß auch nicht. Holzpfeile gebe ich... kaufe ich auch noch mal eben welche. So... Dann können wir das wenigstens, dann ist es nicht ganz umsonst gewesen, hier rumzulaufen. Holzpfeile hast du ja noch. Müsstest du eigentlich noch haben. Heiliger Pfeil. Erteilt Heiligschaden. Und was ist Heiligschaden? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Kriegst auf jeden Fall Holzpfeile und du kriegst jetzt einen Stab. Darum halt. Ja. Und Ingos kriegt sein Schwert. So. Jetzt könnten wir natürlich noch, ja, das ist doch doof. Vielleicht kann sie nicht... Dann machen wir sie auch noch mal eben,
dass sie nicht mehr blind ist, so. Und Boone ist auch nicht. Wunderbar. Aber trotzdem blöd irgendwie. Wie können wir denn Ark wiederbeleben? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich gehe nochmal in die Läden hier alle rein. Wenn jemand von euch eine Ahnung hat, ich werde mich auch nochmal erkundigen, dann schreibt es mir doch bitte rein, wie man die beleben kann an dieser Stelle jetzt am Anfang des Spiels, weil ich nicht weiß, wo man die wiederbeleben kann. Wie ihr vielleicht bemerkt habt. Ja. Dann könnte ich ja auch nochmal ein Schild vielleicht verhindern. Einige Zustands... Ja, das ist ja gut. Kaufen wir nochmal hier dem Ritter ein Lederschild. Und ein Lederhut braucht er nicht, aber eine Rüstung vielleicht. Hatte er eine? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier dieser Ingus, meine ich. Ja, der hat einen Lederhut und Lederrüstung. Ja, das ist ja gut. Jetzt kriegst du auch noch ein Lederschild. Armschutz könnte er halt auch noch bekommen, aber ja. Und in ihre linke Hand kann man aber nicht... Doch, das Messer kann man sogar ihr geben. Ja, dann kriegt sie Stab und Messer, wenn mal irgendwas ist, finde ich gut. Und Ark, Bogen, Holzpfeile, wobei ich nicht weiß, was es mit den Heiligpfeilen auch auf sich hat, weiß ich auch gerade nicht. Und dann kaufen wir nochmal ein bisschen Armschutz, das machen wir auch nochmal. Ach, geht nicht. Ich habe nicht mehr genug Geld. Na gut, dann hat sich das erledigt. Nur, wie belebe ich den Ollen wieder? Das ist ja wohl total der Schmu. Voll der Schmu, voll der Schmu. Wie kann ich den wiederbeleben? Gibt's nicht irgendeine Stelle, wo man das machen kann? Ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall hier speichern. So. Und wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3 in der Hoffnung, dass es dann im Schloss weitergeht. Ich laufe natürlich dann dahin, wenn ich jetzt weiß, wie es geht. Ansonsten müssen wir halt ohne ihn weiterkämpfen erstmal. Aber dann wird vielleicht nach und nach jeder sterben. Das ist ja auch blöd. Deswegen erkundige ich mich auf jeden Fall mal ihr ja vielleicht auch. Und dann schauen wir mal weiter. Also wenn ich eine Ahnung habe, dann geht es auf jeden Fall direkt im Schloss auch weiter, wo ich zuletzt war und wieder zurückgelaufen bin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.